Neon. In der Brakonie schon eine Schreinerei, mit insgesamt 23 Leute. Davon sind 5 im Bereich Planung, 5 sind im Bereich Montage, und der Rest ist im Atelier und sind Lehrlinge. Die eigenen Produkte zu entwickeln sind am Anfang die, die sich intensiv mit einer Herausforderung befasst. Das heißt, okay, du kannst so einen Brauch in so eine Herausforderung, muss in sich selber eine Herausforderung setzen. Muss ich nicht, kann ich doch einfach nur mit einem Schüler einen Plan montieren. Wir wollen sich aber mit einem Produkt oder mit einer Vision von einem Produkt rumschlägt. Da fängt der Mulun mit einer echten Frage, für was brauche ich das, wie muss es sein, was für Funktionen muss ich tun, wie muss es aussehen, was für Materialien kann ich ersetzen, was für Materialien muss ich ersetzen. Das ist ein relativ großes Bandbreite, sich da hinzusetzen. Und dann fangen also eine Supplementärgeschichte. Ich meine, 90% wahrscheinlich nach mehr von Handwerkern entwickeln nie irgendetwas. Aber für mich ist das eine enorme Bereicherung, das ist wie Denksport. Quiz. Ja, am Anfang hilft mir, dass ich einfach ganz anders gesehen bin. Das heißt, wenn ich nur meine Arbeit weise, die Projekte, die ich gemacht habe, die ganz tags mit vielen Architekten laufen, dann sehen die einfach komplett anders aus. Das heißt nicht, dass die super revolutionär sind, aber sie sind einfach anders. Sie sehen anders aus. Sie sind mehr ausgeschafft, die Teile sind mehr ausgeschafft. Als die Frau von einer mobilen Küche nicht eine Frau, die sich unsere Gesellschaft irgendwann ein Jahr wert stellen, weil von allen Menschen erwartet, dass wir mobil sind, dass wir relativ flexibel Arbeitsplätze wechseln, dass wir, wenn wir keine Familie haben, von hier ob London, ob Shanghai oder keine Ahnung wo gehen, und das innerhalb von kürzester Zeit. Und dann stellt sich die Frage, kann ich da nicht so kleine Konformat hören, dann wird ein Küchen, den wirklich Karim auch plündert, den abpackt in einer halben Stunde, und da kann ich nur was lernen. Das erste Modell war effektiv den für die Vorab Dubai. Und den habe ich nicht getestet, den aus 3D für um Fruchtfleisch quasi fertig gehen. Ja, am Anfang war die echt fast so, dem mal rauszufinden, war das nur gut bei dem Modell und war das nicht gut bei dem Modell. Am Anfang war es eng froh, muss ich sich dann aber auch kritisch mal zu selber sehen und so, und okay, das sieht super aus und das ist mega flott, aber das ist mega schwer, die Stadt mischt dann Mobilität schon angeschränkt. Du fängst in sich zu sagen, okay, du hast zwar die Herausforderungen irgendwie gepackt, um es schön zu machen, aber das ist aber noch nicht da, wo es soll hinkommen, für wirklich dann transportabel zu sein, für wirklich modular zu sein. Ja, für ich vorher noch ein zweites Modell davon entwickelt, das schon eine gute Krack mehr einfach war, mehr leicht war, mehr groß war. Und dann nicht mit einem Freund, mit einem Koch zusammen, dem ich mit dem heutigen Typ ob wenn er vorher gesehen wird und ihm gesagt wird, oh, wow, das tut, das müssen wir weiterentwickeln, das tut das genial als Basis. Also nur mal effektiv geguckt, was braucht ein Mensch, der wirklich sich nicht mit Kochen befasst. Also wirklich ein professioneller Koch, was ging die brauchen, wenn er meinen Küben ersetzt. Ein Designer ist ja nicht nur etwas schön, also ein Designer ist ja etwas, was funktioniert, was eine Funktionalität hat, was schön ist, mit Funktionalität, mit Langlebigkeit, aber vielleicht auch noch mit Handwerk kombiniert. Das heißt, wo ihr seine Techniken, die ihn als Handwerker lehrt, den quasi auf traditionelle Sachen aufbauen, dann in einen anderen Kontext bringen und einfach weiterentwickelt. Für meinen Klienten ist, weil er natürlich relativ intensiv oder ganz intensiv mit Sachen befasst und dann ich daraus Lesungen von tun, die ich einem Klienten kann proposieren. Natürlich fangen dann Möglichkeiten, sehr wird mit Materialien, sehr wird mit architektonischen Details Sachen zu realisieren, die ich sonst nicht könnte realisieren. So, ich ging allen Menschen roten, sich einfach abzumachen, für das, was rundherum und
wie gesagt, und Architektur und Design lief. Das ist einfach abzumachen für das, was an der Gestaltung vom Lebensraum lief. Und auch was Leute für visionäre Ideen. Es gibt natürlich viele Sachen, die in verschiedenen Foren oder an Architektursachen, Zeitungen kann gucken, wo sie totalen Wahnsinn. Aber kann die Wahnsinn inspirieren. Natürlich, das nicht einfach nehmen, sich festhalten, indem man den zumindest 300 Jahre am Handwerk gelehrt wird. Muss ihn sich abmachen für das, was noch nicht gelehrt ist.